Bilderberger. Dies ist eine Geschichte aus einer längst vergangenen Zeit. Oder vielmehr vom Ende dieser Zeit. Dies ist eine Geschichte aus den 90ern. Ich hatte damals einen Bekannten, der hieß Bilderberger, und er war der ungekrönte Kaiser aller Kiezkönige in meinem Viertel. Bilderberger war ein Bild von einem Mann. Ja, und auch sein Mädchen war nicht von Pappe. Die kleine M, im Kreise der Eingeweihten auch das Speedbeast genannt, war eine Erscheinung der ganz besonderen Art. Die Länge ihres Rockes war stets umgekehrt proportional zur Länge ihrer Beine. Und glaubt mir, liebe Freunde und Freundinnen, sie hatte sehr lange Beine. Was den Rest ihrer Erscheinung angeht, so schweige ich lieber, denn die Beschreibung weiblicher Schönheit ist so unendlich wie das Universum selbst. Und wir haben ja nicht ewig Zeit. Aber beide zusammen, sowas wird selten gesehen. Eines Tages nun erwachte Bilderberger im Zimmer der kleinen M. Ihr Zimmer zeugte von Geschmack und Eleganz, so wie die Bewohnerin selbst. Sie aber war nicht mehr da. Er schloss noch einmal die Augen, er ließ die Bilder der Nacht an sich vorüberziehen und schaute lächelnd auf zur Zimmerdecke. Dabei zuckte er zusammen. Der dort angebrachte Spiegel beinhaltete eine erschreckende Halluzination. Bilderberger wollte es nicht glauben, aber schon beim Erwachen hatte er diesen leichten Schmerz verspürt. Er hatte dem keine Beachtung schenken wollen, denn er konnte sich nur unvollständig an die nächtlichen Exerzitien erinnern. Er schlug die Decke beiseite, ja, er schleuderte sie vom Bett, aber sich den Hals zu verrenken beim Versuch, den eigenen Hintern zu betrachten, brachte auch kein Ergebnis. Schließlich schaute er doch wieder hinauf zum Spiegel und tatsächlich, der Kopf eines Geschäftsmannes steckte tief in seinem Arsch. Heraus guckte noch der Anzug und dieser trug sogar einen Aktenkoffer in der Hand. Bilderberger fühlte sich sehr geschmeichelt. Freudig sprang er aus dem Bett und er lief hinaus auf die Straße. Alle sollten an diesem Wunder teilhaben. Ein Businessman in seinem, Bilderbergers Arsch. Er war der Auserwählte. Denn ist es nicht bei den meisten Menschen genau umgekehrt? Zu seinem Leidwesen aber interessierte sich niemand groß dafür. Nur eine Gruppe herumlungernder Polizisten nickte anerkennend. Später in der Straßenbahn zwang man ihn sogar dazu, zwei Tickets zu kaufen. Bilderbergers Euphorie ließ deutlich nach. Jetzt fing der Typ an, Geld zu kosten. Und nicht nur das. Er bohrte sich immer tiefer in Bilderbergers Anus hinein. Bilderberger war das nicht gewohnt. Bisher praktizierte er ja mit viel Freude das Eindringen. Eine Umkehrung dieser liebgewonnenen Spielgewohnheit hatte er aus fehlendem Interesse nie erwogen. Obwohl, eine Geschichte gibt es da noch. Aber jetzt hatte er andere Sorgen. Der Schmerz in ihm wuchs unaufhaltsam und verlagerte sich zielstrebig in sein Körperinneres. Bilderberger hielt für einen Moment inne. Er machte sich Folgendes klar. Wenn ich jetzt nicht kämpfe, dann... Ja, was dann? Er musste den Businessman loswerden. Zunächst versuchte er es mit Bionahrung, dann mit Wodka, später mit Abführmitteln. Der Geschäftsmann aber war ein harter Hund. Er ließ sich durch nichts beeindrucken. Vermutlich war er einer dieser legendären Absolventen einer internationalen Akademie für Wirtschaftskriegführung in New York, London oder Peking. Einen Augenblick lang fühlte sich Bilderberger wieder sehr geschmeichelt. Oder nein, er fühlte sich wichtig. Aber über den Schmerz half ihm das auch nicht hinweg. Er sprach nun einige Passanten an und bat sie um Hilfe. Entschuldigen Sie bitte, können Sie mir helfen? Nein, tut mir leid, aber ich habe meinen Kopf gerade ganz woanders. So lakonisch war einer, der Rest würdigte ihn nicht einmal eines Blickes. Ihm schwante Böses. Und dann passierte etwas, was er nie vergessen wird. Der Schmerz veränderte sich. War bis hierhin noch eine gewiss auch lustvolle Komponente am Mitschwingen, so sollte ihm der Schmerz nun das Bewusstsein nahezu rauben. Der Businessman war dazu übergegangen, Bilderbergers Innereien zu zerfetzen, zu kauen,
zu schlucken, zu verdauen. Er taumelte, er verlor das Gleichgewicht. Im Fallen, noch kurz bevor er aufschlug, durchzuckte ein Blitz ihn und er verstand es nun gründlich. Der Businessman würde ihn auffressen, seine Eingeweide verschlingen, sein Hirn aussaugen. Er würde in die tote Hülle Bilderbergers schlüpfen, in Bilderbergers Haut auf Erden wandeln. Seine geliebten Freunde, seine Familie und einige mehr verführen, manipulieren und auch sie mit seinem teuflischen Handwerk dem Verderben preisgeben. Nein. Nein, das konnte er nicht hinnehmen. Und steht nicht auch geschrieben, dass es nichts Größeres gibt, als sein Leben für seine Familie und seine Freunde zu geben? Ja, Bilderberger würde sich opfern. Er würde sich vor die S-Bahn werfen. Diesen Entschluss hatte er nun endgültig gefasst. Er warf die letzten Abführtabletten ein. Sie sollten ihm Zeit verschaffen, die Gleise zu erreichen. Am Ende seiner Kräfte kroch er auf allen Vieren das Trottoir entlang, so schnell er konnte. Die Spiegelbilder in den Schaufensterscheiben der Einkaufsstraße ließen keinen Zweifel am Ernst der Situation aufkommen. Da schauten nur noch zwei strampelnde Anzugsbeine aus seinem After. Bilderberger musste den Blick abwenden. In diesem Moment, der kräftige Kiefer des Businessmen zermalmte schon genüsslich das Lungengewebe in Bilderbergers linker Brusthöhle. Seine gierige Zunge berührte fast Bilderbergers rasendes Herz. In diesem Moment war Bilderberger drauf und dran, seine letzten Hoffnungen fahren zu lassen. Aber er hatte Glück. Die kleine M und ich, wir traten zufällig aus einem nahegelegenen Asia-Mekong-Laden und sahen seine Not. Wir sprangen ihm auf den Rücken. Wir zogen den Geschäftsmann aus seinem Arsch. Wir brachen ihm das Genick. In einer nahen Fleischerei zersägten wir den Businessman in kleine Stücke. Er wurde sofort an interessierte Punkerhunde verfüttert. Bilderberger kamen die Tränen. Er war gerettet. Ich habe Bilderberger seither nicht wieder gesehen, auch die kleine M nicht. Ich sah seither auch nie wieder ein Paar, welches so umschlossen war von jener goldglänzenden Aura. Eine Aura, die sich stählte im exzessiven Hedonismus der 90er Jahre. Eine Zeit, die mit Sicherheit vorbei ist. Vielleicht sieht man es auch gar nicht. Doch, ich glaube, das ist gut. Vor allem die Einschusslöcher. Hallo, ich bin Sharon Stone. Kann ich ein bisschen bei dir wohnen? Die Krossheit der Kiefern und der Biersegen des Ahorns. So ein schönes Becken. Dankeschön. Guten Tag. Ich fühle mich ein bisschen blöd. Die Krossheit der Kiefern und der Biersegen des Ahorns. So ein schönes Becken. Super Spielplatz. Super Suggestion. Löwen im Schamspinat. Das Grüntal. Es kiefert ins Graue. Es lebt sich stratögisch, exaltiert. Jargon aus Elternhöss, Elternpflicht und Elternschausrede. Plädadodik im Detail. Outdoor-Myotrapie. Spiritualität, atemhüpfende Verpörung, Unterengelung, Vollhöldenklimp. Das nennt sich nun Leben. Grabstuhl, Sandkistendrama, Schicksalsblass,
Lebensblöde, geschicksmüde. Todesspaliere heften sich wie Wegmarken, bald wie Touristenziele an die Anorak-Schäfte. Angespien mit Mamas Triumphspeichel. Buttermüse, mein kleiner Jammerlappen. Gut, nett, weise. Nicht weinen heute. Heute mal nicht, mein Supercrossi. Denn über dich wacht ja der Überhainer. Heidis! Ja. Bist du zufrieden? Ich habe mich köstlich amüsiert zwischendurch, was ich für einen Scheiß hier mache. Wie hieß nochmal dieser Grieche, fragte sich Kersti. Da gab es doch einen, den die Götter damit bestraften, dass er in einem Bach stand und sich nicht vom Fleck bewegen konnte. Über ihm hängen pralle Früchte, doch so wie er sich danach streckt, drückt ein Wind den Ast außer Reichweite. Unter ihm frisches Wasser, doch so wie er sich herabbeugt, um zu trinken, versiegt der Strom und er steht in trockenem Kies. Wie hieß er doch? Kersti hätte ihn gern gefragt, wie sie sich zu fühlen habe. Er müsste sich damit doch auskennen. Sie hätte ihn gern kurz angerufen. Hallo, ich bin Kersti, wir kennen uns nicht, aber wir haben irgendwie was gemeinsam, findest du nicht auch? Es hätte so einfach sein können. Oder immerhin schmerzlos. Oder wenigstens erledigt. Das war es doch, dass die Dinge immer so mühsam zu erledigen waren. Sogar dieses. Sie hatte es sich oft ausgemalt. Diese Stelle an der 295, wo der Sumpf bis fast an die Straße reichte. Sie fuhr öfters nachts diese Strecke und hatte das sanfte Erschauern liebgewonnen, das sie stets erfasste, wenn die Bäume am Straßenrand vom dunklen Schimmer des Moorwassers unterbrochen wurden. Wenn im Vorbeirauschen kurz der Blick sich öffnete auf das reglose Gewässer, das Sumpfgras und die abgestorbene Birke am Rand. Sie hatte es liebgewonnen, weil es ein Ausweg war. Nicht im Winter, da war der Sumpf zugefroren, aber der Winter war nicht das Problem. Im Winter schloss man Türen und Fenster, hielt man Grenzen ein zwischen drinnen und draußen, zwischen sich und anderen, Tag und Nacht. Da verlor sie sich nicht. Es waren andere Zeiten, in denen alles zu viel wurde und alles mühsam, weil die Grenzen verwischten, weil alles auf einmal da zu sein schien und nichts ein Ende nehmen wollte. Die Tage nicht, Gespräche nicht, Termine nicht, Schulprojekte, Bauarbeiten, Sommerfeste, Sprechstunden, Auftritte. Es war, als würde alles hierhin und dorthin geweht, unmöglich, etwas festzuhalten, abzulegen, eine Tür zu schließen. Und war es nicht letztlich das, dass die Dinge immer so mühsam zu erledigen waren? Sie hatte es sich oft ausgemalt, der Sumpf an der 295, nachts müsste es sein und bei Regen, ein leichter Schwung mit dem Lenkrad, nicht vom Gas gehen, die Fenster halb geöffnet, Licht ausschalten, links an der abgestorbenen Birke vorbeizielen. Der Sumpfsee würde sie sanft aufnehmen. Sie und ihr Auto würden verschwunden sein. Ebenso das Cello auf der Rückbank. Etwas abgeknicktes Ufergras, vielleicht eine kurzlebige Spur im Morast. Nichts Auffälliges und hoffentlich nichts, was sie noch verraten würde, wenn man auf die Idee käme, nach ihr zu suchen. Vielleicht in ein paar hundert Jahren würde sie wieder auftauchen oder zufällig gefunden werden. Gut erhalten als Moorleiche, mitsamt dem verwitterten Auto und dem Cello auf der Rückbank, das in dem soliden Aluminiumkasten kaum Schaden genommen haben würde. Eine kleine archäologische Sensation könnte sie werden. Das wäre doch was. Dafür hätte es sich schon gelohnt. Die Menschen oder vielleicht bereits Mensch-Maschine-Mischwesen würden sie in einer Ausstellung mit leichtem Schaudern betrachten, wo ihr Leben und ihre Zeit mit aberwitzigen Ausschmückungen rekonstruiert würden. Forscher würden sich über Details des Automobils streiten. Was hatte welche Funktion und was war nur Schmuck? Am meisten aber würde das Cello faszinieren, dieses archaische, rätselhafte Instrument. Kersti erwartete nicht, dass zu jener Zeit noch jemand ein Musikinstrument zu spielen wissen würde. Ein Lehrer würde vielleicht mit seiner Klasse davorstehen und sagen, seht, mit diesem Ding hat man damals Melodien erzeugt, mit den Händen. Falls er von dem Bogen wüsste, würde er dieses unwichtige Detail weglassen, um die Schüler nicht zu überfordern. Stellt euch nur vor,
wie mühsam das gewesen sein muss, damit ein ganzes Stück zu spielen, wie wir es heute mit ein paar Knopfdrücken erledigen. Ja, nicht wahr, pflichtete Kersti in Gedanken ihrem Zukunftskollegen bei und fühlte mit dem Daumen ihre vom Wasser runzligen Finger. Wie mühsam doch alles zu erledigen ist, sogar das. Sie saß, keineswegs Ausstellungsobjekt, in ihrem Automobil, Volvo S40, das Cello auf der Rückbank. Sie saß dunkel und nass. Es hätte einfach sein können. Sie hatte es sich oft ausgemalt. Es war Nacht und nieselte. Sie hatte Gas gegeben, die Fenster halb geöffnet, den Wagen von der Straße gelenkt, Licht aus und links an der abgestorbenen Birke vorbei. Das war einfach und schmerzlos und fließend. Sie war ganz auf den Ablauf konzentriert. Es war wie eine Sonate spielen, in Gedanken oft eingeübt, und es war eine leichte, moosweiche Melodie. Sie hatte gespürt, wie die Räder den Halt verloren, wie das Wasser den Wagen bremste, wie Wasser in den Innenraum einströmte, die Füße kalt umspülte, wie der Motor absoff und wie Stille eintrat. Die Stille am Ende einer Sonate, die eigentlich noch zum Stück gehört. Wie sie langsam absank, dann ein Rucken und etwas wie ein Knarzen von irgendwo unten, dann keine Bewegung mehr und wieder Stille. Irgendwo ein leises Gluckern, wie irritiertes Gemurmel anstelle von Applaus. Sie fröstelte und spürte die Schwere ihrer vollgesogenen Strickjacke. Das Wasser stand ihr bis kurz übers Kinn und stieg nicht weiter. Es hüllte sie ein und nahm sie doch nicht auf. Der Schlussakkord fehlte. Unerreichbar der Grundton, die Auflösung am Grunde des Sees. Sie könnte es noch irgendwie zu Ende bringen. Sie musste buchstäblich nur den Kopf hängen lassen. Doch sie konnte es nicht einmal wollen. Stets setzte sie sich wieder auf und schnappte nach Luft. So saß sie fest und fand sie weder oben noch unten Erlösung. Und sie musste an diesen Griechen im Bach denken. Wie hieß er noch? Offenbar saß sie auf einem Felsen auf. Die gab es hier häufig in den Seen und Wäldern, Findlinge aus der Eiszeit, von Gletschern aufgestöbert, herumgeschoben und dann zurückgelassen, wie Gepäckstücke beim hastigen Aufbruch. Als sei es den Gletschern zu mühsam gewesen, hinter sich aufzuräumen. So irgendwie hatte es sich ihr eingeprägt, was sie in der Schule darüber gelernt hatte. Vor ein paar Monaten hatte ein Kollege, der Erdkunde unterrichtete, in der Mittagspause davon gesprochen. Es sei sehr mühsam zu erklären, das mit den Gletschern, hatte er gesagt. Man stelle es sich sonst zu einfach vor, gerade in Eiszeitdingen. Ja, nicht wahr, pflichtete ihm Kersti in Gedanken bei. Verdammte Eiszeit, verdammte Schule, außerdem verdammte Griechen, wie hieß er denn noch? Auf einem Findling saß sie also, Relikt aus der Eiszeit, der hier im See die Jahrtausende überdauerte, vielleicht schon länger hier war als der See selbst. Und nebenbei in dieser einen von Millionen Nächten, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, um einer kurzlebigen Frau die Karriere als Moorleiche zu versauen. Danach würde er weiter ungerührt hier liegen, im Wasser und vielleicht bis Gras über ihn wüchse, sofern nicht gerade ein Komitee von kurzlebigen Entscheidungsträgern beschlösse, die 295 vierspurig auszubauen oder ein Gewerbegebiet zu erschließen. Eine Weile starrte Kersti vor sich hin, sah das stille, dunkle Gewässer vor sich liegen, dahinter die schwarze Silhouette des Waldes wie das Ende der Welt. Sie trank etwas von dem Wasser, das erdig schmeckte und ein wenig bitter. Sie bemerkte, dass sie zu zittern begann. Erst an den Beinen, dann bis hinauf in die Schultern. Von der Beifahrerseite kam ein leises Platschen. Kersti drehte den Kopf, es platschte wieder. Im schwachen Schimmer konnte sie erkennen, dass es ein Frosch war. Sie schloss die Augen. Frosch war alles, was sie denken konnte. Und es kam ihr vor, als hätte sie das Wort gerade erfunden. Sie hörte wieder ein Platschen und spürte, wie der Frosch auf ihrem Gesicht landete. Im ersten Moment nahm sie reglos die Berührung wahr. Dann erst setzte der Reflex ein. Sie zuckte zusammen, worauf der Frosch das Weite suchte. Sie konnte nicht ausmachen, ob zum Fenster hinaus oder ins Hintere des Wagens. »Hey, war nicht so gemeint«, murmelte sie ihm hinterher. Sie lauschte auf ein erneutes Platschen. Als alles still blieb, redete sie weiter.
Du hast mich wohl für eine verzauberte Froschprinzessin gehalten. Tja, Wunder geschehen nicht. Wieder lauschte sie, wieder vergebens. Aber du kannst mir trotzdem Gesellschaft leisten. Ich würde dich Heinrich nennen, wenn es dir nichts ausmacht. Und du kannst mir auch einen Namen geben. Aber der Frosch kam nicht wieder. Es war sinnlos, weiter mit ihm zu reden. Mittlerweile spürte Kersti die Kälte kaum noch. Sie spürte auch nichts mehr, wenn sie die Finger aneinander legte oder ihren Ärmel berührte. Ob sie wohl so noch Cello spielen könnte, fragte sie sich. So ohne Gespür? Vielleicht wäre es sogar einfacher, mechanisch und schmerzlos. Mehrmals nickte sie ein, schreckte aber sofort wieder hoch, wenn Wasser statt Luft ihre Nüstern füllte. Dann reckte sie den Kopf in die Höhe und holte hastig mehrmals Luft. Das kam ihr lächerlich vor, doch sie konnte nicht anders. Sie dachte dann, um sich abzulenken, über den Namen des Griechen nach, der ihr immer noch nicht einfiel. Irgendwann hörte sie ein Dröhnen, das ihr unendlich laut vorkam. Als sie die Augen öffnete, flackerte gelbes Licht über den See, dann ein dumpfes Knirschen, das von dem Felsen herzukommen schien. Das Wasser im Wagen begann zu sinken, die Schemen der Bäume schwankten. Bald merkte sie einen Lufthauch an den Armen, dann auch an den Beinen. Das Wasser lief durch die Ritzen der Türen ab. Sie schaukelte frei in der Luft. Mal sah sie Sterne vor sich, mal die Oberfläche des glattschimmernden Sees. Als sie zu Bewusstsein kam, hörte sie neben sich eine Stimme. Es war ein Mann. Er sprach laut, anscheinend in ein Telefon. »War etwas mühsam«, rief er. »Mit dem Kran, ja. Wir wussten ja auch nicht, ob da noch jemand drin sitzt. Ach ja, und kannst du für morgen noch Fleisch besorgen? Ja, mir egal, was für welches. Ich kann halt keins mitbringen. Die Frau hat ja überlebt.« Kersti öffnete langsam die Augen. Sie spürte sich immer noch kaum und sie war in glitzernde Folie gehüllt, sodass sie sich wie ein übernatürliches Wesen vorkam. Der Mann blieb außer Sicht, die Stimme kam von hinter ihrem Kopf. »Ja, die hat mega Schwein gehabt. Muss auf einem Felsen oder so gelandet sein. Ach, die kommt wieder in Ordnung. Die Karre vielleicht auch. Nur der Tümpel nicht. Alles voller Öl. Ja, ja, das Ökosystem ist im Arsch. Da kannst du jetzt auch den alten Kühlschrank entsorgen. Haha.« Kersti schloss die Augen wieder und dachte an Heinrich, den Frosch. Sie schämte sich, doch zugleich beneidete sie ihn. Er hatte seinen Weltuntergang geküsst. Was für ein finales Erlebnis für einen Frosch. Am Ende wusste sie wieder, wie der Grieche hieß. Doch ihr war nicht klar, ob sie ihn wirklich gesehen hatte oder ob es nur Ohnmachtshalluzinationen oder das einsetzende Fieber war. Sie öffnete die Augen und er saß vor ihr, im Begriff, sich eine Zigarette anzuzünden. Mit kantigem Gesicht, längst nicht so alt, wie sie ihn sich vorgestellt hätte. Der volle schwarze Bart nur zum Teil ergraut. Die Falten auf der Stirn schienen mehr einer Stimmung geschuldet als dem Alter. Ihre Blicke trafen sich und sie flüsterte, »Tantalos, haben Sie dich auch rausgehievt?« Er sprach nichts, kaum dass ein Erkennen um seine Lippen spielte. Doch sie las alles in seinem Blick, alles, was sie lesen wollte. Die Jahrhunderte, die Mühen, das Verstehen ihrer Qualen, den grimmigen Spott darüber, den Spott über alles und schließlich Gleichgültigkeit. Gleichgültig war, wie sie ihn nannte, gleichgültig war seine Geschichte oder ihre. Er wandte sich ab, sein Feuerzeug klickte und seine Weste war leuchtend orange. Heinis! Oben offen. Von Utopien befreit, doch nicht von unredlicher Hoffnung, entsiegelten wir Böden, danach alle Erde einzuzäunen. Warum auch nicht, hier wird getanzt, hier speisen Löwen nun. Wir laden ein, wen wir erwarten in unseren desolaten Garten. Dort zwischen Berg und tiefen, tiefen Tal verzerrten Faune digital gemeinte Milieus. Zu viele Eingeborene mühten sich durch Schichtsalat, zurückzog sich der Permafrost in raue Kammern. Warum auch nicht, hier wird getanzt. Hier trinken Drachen nun, begrüßen wir, wen wir erwarten in unserem desolaten Garten. Genossen, von den Iden jedes Vormärz an, bei Wiege, Waage, Schlachteplatte und Begrabung, folgt aus mehr Trommelgruppe Rhythmus oder nur mehr Volk,
Was gehen wollte, ging wohl und es geht noch jetzt. Warum auch nicht, hier wird getanzt. Hier legen Dinosaurier Gewicht auf einen guten Sound von allen Arten in einem desolaten Garten. Der Argonaut im Kosmokraten selbst erkannte gar nichts, was da einsilbig in einfältigen Wäldern abhing. Ein furchtbares Gehabe mit nicht nur viel Ruhe vor dem Alten. Und warum nicht, hier wird getanzt, hier hausen Leute mit sehr dicken Blättern, aufgedeckten Karten in deinem desolaten Garten. So zugeweht von Bunkerstaub, von Sternendreck, gab's Lammkarrees zum Rock'n'Roll. Wir wissen nur zu gut, hier wird getanzt, hier spielen Kinder. Alles Weitere muss warten.